Er ist neugierig. Er riecht. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Nein, es ist eigentlich sind wir schon da. Muss nur genauer nachgucken, wenn du Hunger hast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns in Camp McClintock und werden jetzt offiziell Soldat. Wir haben sämtliche Parkourläufe hinter uns gebracht. Wir sind patriotisch, wir sind beweglich und wir können schießen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das haben wir tatsächlich alles absolviert. Und ja, jetzt werden wir von Master Sergeant offiziell zum Soldaten gekürt. Sagt man das so? Ernannt. Oh, hier steht sogar Treppen, als ich das letzte Mal die Treppen gesucht habe. Eieiei. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil manchmal. Master Sergeant. Sieh mal einer an. Meine Sensoren sagen mir, dass sie nicht mal ansatzweise so tot sind, wie ich es erwartet hatte. Beeindruckend, Kadett. Oder sollte ich sagen, Private. Sie gehören nun offiziell zur United States Army. Oh, wow. Ziehen Sie los und erfüllen Sie uns mit Stolz, Soldat. Sie dürfen wegtreten. Soldatenzertifikat hinzugefügt. Okay, das möchte ich jetzt tatsächlich kurz mal gucken, ob wir hier wirklich ein... Haben wir hier ein Soldatenzertifikat? Hier haben wir ein Soldatenzertifikat. Fort McClintock Soldatenzertifikat. In Anerkennung Ihrer abgeschlossenen Grundausbildung wird Ihre Aufnahme in den Militärdienst hiermit offiziell bestätigt. Sie erhalten den Rang des Private der US Army. Administrativer Hinweis. Dieses Zertifikat kann nicht zu Identifikationszwecken verwendet werden. Um eine offizielle ID-Karte der Regierung zu erhalten, begeben Sie sich bitte in die KZB im Charleston Capitol. Cool. Private Sacrifice. Finde ich gut. War auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, dass wir das gemacht haben. Es war sehr amüsant. Immerhin. So, rein theoretisch können wir jetzt noch ein gutes Stück hier runtergehen und dann einmal so hier im Kreis. Wir haben hier auch noch das mit der Forschung, aber hier ist, glaube ich, wie gesagt, ein ganz anderes Levelgebiet. Ich würde aber wirklich sagen, dass wir zum Beispiel hier mal hingehen. Also weiter Richtung Süden einfach. Und dann gehen wir sozusagen im Kreis wieder nach oben und melden uns dann oben in dem anderen Levelgebiet. Da würde ich tatsächlich erst noch als erstes hingehen. Wir haben noch so viel zu entdecken. Es ist Wahnsinn. Wir haben jetzt wie viele Folgen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, hier gehen wir gerade wieder durch den Beweglichkeitsparcours. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon gemacht haben. Aber die 40, glaube ich, sollten wir mittlerweile geknackt haben. Und wir haben immer noch eigentlich nur ein Levelgebiet gemacht bisher. Also ja, die Karte ist definitiv sehr, sehr groß. Da kann man nichts gegen sagen. Es ist zwar, muss ich auch immer noch sagen, wir haben... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendeine high-levelige Todeskralle um die Ecke und ballert uns weg. Während ich das hier so sage und so schön erzähle, dass es irgendwie überhaupt noch nicht herausfordernd ist. Aber im Moment finde ich es wirklich noch nicht herausfordernd. Klar, das ist der erste Schockmoment, als wir damals dem Mottenmann begegnet sind, der war so... werden wir das überleben? Aber alles andere war bisher so... Irgendwie spinnt der Server gerade, glaube ich, rum. Sind jetzt zu viele Leute unterwegs. Ist jetzt so die Uhrzeit, glaube ich, wo mehrere Leute online kommen. Ich sehe auch immer mehr Punkte auf der Karte. Das ist nicht so gut. Der Todeskralle sind wir noch nicht begegnet. Ich weiß, ich habe schon ein Video gesehen von jemandem, dass hier in dem Gebiet auf jeden Fall Todeskrallen unterwegs sind. Und dadurch, dass es Level 1 bis 99 ist, kann es halt auch mal sein, dass dann plötzlich so eine richtig dicke um die Ecke kommt, die einen schönen Totenkopf überm Schädel hat und die einen halt einfach mal platt macht. Ach, haben wir hier wieder so eine Werkstatt, die man einnehmen kann. Sieht ein bisschen so aus. Oder rendert gerade alles da hinten ist irgendwie? Eine große Brücke. Sieht ein bisschen aus wie die Golden Gate Bridge, aber die ist ja nicht hier. Die ist ja in San Francisco. Also, genau am anderen Ende der Karte. Achso, wir sollten vielleicht... Ah, unser Revolver ist nachgefüllt, okay. Gut. Gut. Schön mit den Koffer wägen.
Plastikteller nehme ich auch immer mit in Urlaub. Sicher ist sicher. Natürlich nicht. Ich glaube, wenn ich irgendwas nicht mitnehme, dann ist es Plastikgeschirr. Außer auf einem Festival. Ja, aber das ist ja nicht wirklich Urlaub. Nicht sehr spektakulär. Nur ziemlich schräg. Ha, 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 ha. Ich darf schlechte Witze machen. Ihr erwartet das mittlerweile von mir. Kochpfanne. Hier sind auch schon wieder so viele Gebäude. Vor allem da hinten. Überhaupt nicht unübersichtlich. Kommt man hier irgendwie rein? Nein, das ist nur eine Fake-Tür. Gucken wir mal von der anderen Seite. Auch nicht. Geschützstellung. Oh je. Ja, es ist auf jeden Fall wieder so ein Ding, was man einnehmen kann. Okay, hier könnte man irgendwie rein, wenn man... Ja, vielleicht hier über den Flügel. Probieren wir das einfach mal. Einmal springen. Na, komm schon, Mädel. Bisschen. So. Sport. Okay, hier geht es sogar noch nach oben. Und hier geht es in irgendeinen Turm. Ein Terminal. Gucken wir uns an. Spray. Okay, kein Treffer. Dann kann es das schon mal nicht sein. Arena. Fernsteuerung, aber die ist ja schon off. Gut, aber wir haben die EPs mitgenommen. Wow, flackernde Treppe. Irgendwann ein Problem haben die mit den Texturen und dem Wetter, glaube ich. So, was haben wir hier? Fusionskern. Ah ja, der Ausblick ist gut. Auf jeden Fall. Jagdgewehr. Hatte aber die falsche Munition dabei. Tragische Momente. Boah, die Treppe. Wie, keine Ahnung, in irgendeiner hochmodernen Disco. Wo sie denn die Treppen so in ständig wechselnden Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Uah. So, dann gehen wir mal in die Hallen. Und dann würde ich sagen, gehen wir darüber in die Häuser. Ach so, wir waren jetzt gar nicht da oben in dem Raum drin, oder? Wir waren jetzt nur ganz oben. Das war jetzt natürlich wieder geschickt. Na, komm schon. Hier waren wir gar nicht drin. Seife und Vorkommensgeld. Wir machen mal Licht an. Okay, gut, das hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Hat sich leider nicht wirklich gelohnt. So, in die Hallen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Pearl Harbor irgendwie. Und es ist wunderschönes Wetter. Und wow, ein total rostiger Panzer. Was haben wir hier? Holzlöffel. Klebeband, das nehmen wir immer mit. Kleber ist immer gut. Okay, das ist ziemlich unspektakulär. Da liegen wieder diese kleinen Mistroboter. Befreier MK1. Die wegen jedem kleinen Ding angreifen. Was haben wir hier? Supermutanten? Das sind so typische Supermutanten-Fleischbällchen. Ich nenne es jetzt einfach mal Fleischbällchen, wobei Fleischbällchen total niedlich ist für das da. Oh, Sicherung. Was haben wir hier oben noch? Leckeres Zeug. Die haben, vor allem Supermutanten, haben immer total leckere Sachen in ihren Fleischbällchen.
So, das da gehört doch bestimmt wieder irgendeinem Spieler. Beziehungsweise hier können wir dann wahrscheinlich das Ganze einnehmen. Ich mache hier gar nichts. Ich versuche weder dahin zu gehen noch sonst irgendwas. Ich habe Angst, dass ich dadurch wieder PvP markiert werde und dann werde ich wieder abgeballert aus irgendeinem Grund. Völlig zu Unrecht, möchte ich sagen. Munition. Oh, hier verabschieden sich die FPS gerade ein bisschen. Ich sehe sie zwar nicht, weil Bethesda hat keine FPS-Anzeige. Aber es wirkt ein bisschen so. Okay. Sollte man jetzt gerade komische Geräusche hören, dann im Hintergrund, dann sind das meine Nachbarn, die gerade spät am Abend Schnee schieben. Weil ja, hier ist ganz viel Schnee gefallen. Ganz viel Schnee. Richtig viel Schnee. Ja, immer diese Kitty Buttercup-Dinger. Wobei, es klingt gerade so, als würde er am Balkon Schnee schieben. Aber ja, es ist sogar so viel Schnee gefallen, dass es auf dem Balkon liegen geblieben ist. Hier bei mir auch. Aber das ist... Da ist ein Supermutant. Aber das ist eigentlich gar nicht so tragisch, weil dafür hat man eine gewisse Öffnung im Balkon, wo das Wasser abfließen kann und so weiter. Und es ist nicht so viel Schnee, dass es jetzt wirklich schwer wäre. Also ich weiß nicht, was hier schon wieder für ein Drama geschoben wird. Aber es ist ja immer so. Oh nein, Schnee ist gefallen. Wobei hier in Bayern ist es ja eigentlich normal. Aber trotzdem drehen die Leute dann immer völlig am Rad. So, oh Gott, Schnee. Was ist das? Ich kann nicht damit umgehen. Das war überhaupt nicht abzusehen. Vor allem die Bahn, die macht das jetzt gerade auch wieder. Die hat ja schon gesagt, oh nein, total unvorhergesehene Unwetter, Schneewarnungen und so weiter. Wir müssen jetzt erstmal mit, es ist jetzt erstmal mit Verzögerungen zu rechnen und so weiter, weil es halt jedes Jahr, es ist total überraschend, dass der Winter kommt. Herr Nachbar, was machst du da oben? Das ist unnötig. So, das war jetzt auch nicht so spektakulär da drin. Oh, da ist auch noch ein Supermutant. Bam! Da kam der Ton gerade total verzögert. Den werden wir auch gleich looten. Aber erstmal gucke ich hier noch ein bisschen rum. Ach so, sitzen. Ich dachte gerade, wir könnten das Skelett looten. Und dachte mir, seit wann kann man denn das Skelett looten? Malpinsel. Warum sind denn hier überall diese Malpinsel? Oh. Das war ein ungünstiger Tod. Aber ich glaube, gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn hier das Chaos ausbricht, dann passiert sowas wahrscheinlich relativ häufig. Da oben ist auch einer. Ob ich den treffe? Ja. Aschenbecher. Was haben die denn alles für komisches Zeug dabei? Ja, wir laufen, glaube ich, immer noch genau in der Armeerüstung rum, weil ich das jetzt eigentlich ganz witzig finde irgendwie. Wir haben so dieses tolle Vampirkostüm, das gar nicht so günstig war, an Punkten zumindest, aber ich finde das jetzt gerade irgendwie lustig. Wir sind Soldat offiziell der US Army, da kann man auch ruhig so rumlaufen. Erstmal. Malpinsel, was ist denn hier los? Überall diese Malpinsel. Okay, wir können da vorne noch den einen looten. Und dann gehen wir mal ins Parkhaus. Denn hier waren wir jetzt... Ich dir das Hirn zermatschen. Ach ja, das ist aber sehr freundlich. Ich meine, man kann doch über alles reden. Erstmal. Abgenutzter Filzhut. Putzmittel. Ist auch sowas. Das nehme ich doch nicht mit in Urlaub. Putzmittel. Toll, können wir jetzt hier... Ich denke, wir fangen einfach von oben an. Wir gehen einfach erstmal nach ganz oben und arbeiten uns dann nach unten durch. Würde ich einfach mal sagen. Sollte hier nicht eigentlich der Supermutant sein? Vorsicht, ah. Unten, glaube ich.
Klingt zumindest so, als wäre die hier unten links. Aber egal. Das soll uns erstmal nicht kümmern. Er kann ja hochkommen. Oh, ist das aber schön, nochmal Stimmen zu hören, oder? So NPC-Stimmen. Supermutanten sind ja irgendwo NPCs. Ist irgendwie nochmal richtig schön. Ich glaube, der kommt jetzt hoch. Er ist neugierig. Er riecht. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Nein, das ist eigentlich sind wir schon da. Muss nur genauer nachgucken, wenn du Hunger hast. Ja. Die haben immer so schönes Zeug bei sich. Und sie haben vor allem meistens 308er Munition. Ja, dann gehen wir mal Etage für Etage runter. Sofern ich das in dieser Aufnahmesession noch schaffe, heißt das. Er ballert direkt los, ein Level 10er, okay. Hilft ihm aber auch nicht. Kronkorken. Ja, Planke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ist ein, ich glaube, es ist ein Ghoul-Füßchen. Die essen auch alles. Oder es war vielleicht sogar ein Supermutanten-Füßchen. Das kann natürlich auch sein. Die sind ja auch leicht kannibalistisch veranlagt, also. Was halt gerade so hergeht. Zur Not werden Streitereien auch mit sich selbst essen beigelegt. Also nicht sich selbst essen. Das würden sie wahrscheinlich auch machen, wenn es gar nicht anders ginge. Aber ihre eigene Rasse, das meinte ich damit. Diese total ruhige Musik hierbei eigentlich. Uah, nee, die würde ich gar nicht haben, die Schädelplatte. Ah, cool. Eine Landschaft ohne Texturen. Also mit Texturen haben sie es irgendwie wirklich. Okay, hier können wir ins Nebengebäude gehen. Okay, das ist doof. Wir gehen erstmal weiter runter. Wie sieht es eigentlich aus mit Essen und Trinken? Sollten wir nochmal machen, auf jeden Fall. So, nochmal ein bisschen Wasser, Fleisch und Bohnen, Kuchen. Sind voll gesättigt. Genau, und dann gehen wir noch eine Etage runter. Dann müssen wir uns einfach merken, im ersten Stock können wir noch in das andere Gebäude gehen. Und im ersten Stock? Ja, doch. Es ist im ersten Stock. Hier geht es noch weiter runter. Aber hier ist auch niemand mehr, außer radioaktive Fässer. Oh, hier ist noch was. Nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Und hier haben wir nichts. Es geht noch... Nee, es geht doch nicht weiter runter. Gut. Und hier haben wir auch nichts mehr. Okay, gut. Dann einmal zwei Etagen nach oben. Andere Seite. Glaube ich. Genau. Und dann folgen wir diesem einen Weg, den ich jetzt nicht mehr weiß, wo er war. Der wäre hier gewesen. Ah ja, hier ist er. Gut. Dann gehen wir in das andere Gebäude. Das Parkhaus war jetzt relativ unspektakulär. Und wir haben vor allem hier noch keine Geschichte zugefunden. Das macht mich mal so ein bisschen traurig. Klebeband nehmen wir mit. Wenn doch Fallout von den ganzen Geschichten lebt. Und dann hast du hier so einen riesen Flughafen und nicht einen Geschichtszettel. Oder ich habe es übersehen, ich weiß es nicht. Toll. Und hier ist auch nichts wirklich, außer ein Radio. Das macht mich traurig.
kommen wir ja nur auf das andere Dach. Was jetzt ja auch nicht so spektakulär ist. Hier waren wir schon. Ja, nun. Das war's dann hier mit diesem Flughafen-Werkstatt-Dingens. Wobei hier drin... Doch, hier drin waren wir auch schon. Ja. Dann werde ich die Aufnahmesession erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir, wie gesagt, einfach hier so ein bisschen im Kreis außenrum gehen und uns wieder nach oben arbeiten zu... Sprich mit dem Bürgermeister von Grafton. Ich glaube, da werden wir uns so durcharbeiten. Hier haben wir noch ganz viel zu entdecken. Und hier können wir dann auch nochmal ein bisschen Vorrats-Holobänder hochladen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Did I see?